Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie nach unserem Ausflug in die alte Aula letzte Woche jetzt wieder in der neuen Aula begrüßen zu dürfen, und zwar zur heutigen Veranstaltung in unserer Roberto Carola-Reihe Vom Ende als Anfang. Sie sehen es auch hier. Noch einmal bewegen wir uns heute nach der eindrucksvollen Lesung von und mit Anja Utler in der letzten Woche im Bereich der schönen Künste. Nach der Dichtung lenken wir heute den Blick auf Malerei und auf Musik. Unter dem Titel Nach dem Kipppunkt hat uns in der letzten Woche die Dichterin Anja Utler aus ihrem postapokalyptischen Werk Kommen, Sehen, Lobgesang von 2020 vorgelesen und vorgespielt. Im Dialog mit Sarah Lander und Annika Hammer hat sie uns erspüren lassen, tatsächlich embodied, was es bedeutet, dass Teil der Katastrophe ist, dass man dabei wahrnimmt, dass man nicht weg kann. Und dass demnach nach dem Kipppunkt inmitten der Katastrophe und ihren Nachwehen immer noch solche da sein werden, die mit der Situation auskommen müssen. Dafür will Anja Utlers Lyrik, die für sie, ich zitiere, etwas Widerständiges, Brüchiges, etwas, was aufreiben kann, hat auch in der Leerstelle, in der Lücke, im Nichtsagen Resonanzflächen schaffen. Hören, sprechen und lesen sind in ihrer Poesie Kräfte, die unser Denken und Fühlen formen und so in die Welt eingreifen wollen. Und sie hat uns ergriffen. In Kommen, Sehen, Lobgesang, diesem poetischen Monolog aus der Zukunft, der die Vergangenheit für die Gegenwart zu erklären sucht, sind wir in eine Welt nach dem Klimakollaps eingetaucht. Eine alte Frau, eigentlich schon tot, spricht zu ihrer Tochter im Versuch, ihr Wichtiges, etwas Wichtiges zu hinterlassen. Ein Bild davon, wie eine bereits ferne ökologische Katastrophe namens 3 Jahre Sommer nicht nur die physische Welt, sondern auch das Denken, die gängigen Erklärungsmuster und die Fantasie verändert haben wird. Ein Bild davon, wie sie selbst, aber auch die Gesellschaft mit ihren Ängsten und Sehnsüchten und mit der Anpassung an die veränderten Bedingungen gerungen haben wird. Mittels einer wilden Sprachmischung aus mythologischen Versatzstücken, technisch-wissenschaftlichem Vokabular, Floskeln, politischer Propaganda und mündlicher Alltagssprache versucht die alte Frau der Zukunft, das Geschehene, die Vergangenheit für die Gegenwart ihrer Tochter zu fassen. Entwirft, verneint, setzt wieder neu an. Das letzte Wort des Buches ist, trotz allem, was vorangeht, ja. Vom Ende als Anfang. Ergreifend. Wenn Sie nicht da waren, hören Sie es nach. Es lohnt sich. Nach diesem Ausflug in die Poesie nun bewegen wir uns zu Bild und Musik. Henry Kieser wird Nicolas Poussins 4 Jahreszeiten, einem Mitte des 17. Jahrhunderts entstandenen Bildzyklus und seine modernen Interpretationen analysieren. Auch hier werden wieder sich überlagernde Zeitigkeiten herausgearbeitet. Wenn Poussin verschiedene zyklische Abläufe wie Tages- und Jahreszeiten, aber auch Zeitalter über- und untereinander schichtet und so eine hochkomplexe Struktur schafft, mit der sich Anfang und Ende in einer linearen Fortbewegung der menschlichen Geschichte immer wiederholen. Wir sind gespannt. Doch zunächst, wer ist Henry Kieser? Henry Kieser studierte Kunstgeschichte, Germanistik, Musikwissenschaft und Philosophie an der Roberto Carola, also hier in Heidelberg, und der Universität Paris-Sorbonne 1996, oder heute Sorbonne-Universität, ne? 1996 wurde er dann an der Universität Heidelberg mit einer Arbeit zu Nicolas Poussin, von dem wir heute hören werden, promoviert. Ein Maler, zu dem Henry Kieser weiterhin stetig publiziert. 2020 hat er zum Beispiel unter anderem für diese Publikation zu Nicolas Poussin den Prix du Rayonnement de la Langue et la Littérature Française der Académie Française erhalten. Aber noch einmal zurück in die Vergangenheit von Henry Kieser. Nach der Promotion
ist er von 1996 bis 1999 Stipendiat und wissenschaftlicher Assistent am Kunsthistorischen Institut in Florenz gewesen, daraufhin von 1999 bis 2005 wissenschaftlicher Assistent am Kunstgeschichtlichen Institut der Universität Frankfurt am Main, wo er sich dann 2005 habilitierte, und zwar mit einer Forschungsarbeit über das Werk der barockzeitlichen Malerfamilie Caracci aus Bologna. Dem schloss sich dann eine Gastprofessur an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, und dann ab 2006 ist Kieser Heisenberg Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bevor er dann, wie alle Heisenberg-Stipendiaten, ganz schnell 2008 eine Berufung auf den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Universität des Saarlands folgt. Seit 2012 ist er wieder zurück in Heidelberg, worüber wir alle sehr glücklich sind, am Heidelberger Institut für europäische Kunstgeschichte. Seit 2015 ist er ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Die Forschungsschwerpunkte sind, das haben Sie schon gemerkt, neben der französischen und italienischen Barockmalerei auch, und das haben Sie jetzt noch nicht gehört, die zeitgenössische Architektur, insbesondere Jean Nouvel. Bildende Kunst und deren Rezeption zum Beispiel in den Medien, etwa populären Medien wie die Simpsons oder so etwas, oder im Film mit einem Buch unter anderem zu Hitchcock und den Künsten und zu Filmkunst als einer Kunst an den Grenzen der Künste und Medien. Er arbeitet außerdem zur Kunst in Musikvideos mit tollen Titeln, die Bücher Video Thrills, The Radio Star. Das ist ein Buch, das bereits in dritter Auflage oder möglicherweise schon mehr erschienen ist. Und immer wieder erscheinen hier sich überlagernde Zeitigkeiten. Etwa in dem Band Rewind, Play, Fast Forward, The Past, Present and Future of the Music Video. Und dann setzt er, Henry Kieser, diese Dinge, die er wissenschaftlich erarbeitet, oft auch um in fantastische Ausstellungen. Unter anderem einer zu Imagebildern, und das ist dann geschrieben einmal mit UI, die Images bauen sozusagen, und Imagebildern mit I einfach nur allein. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Videoclips. Generell ist Henry Kieser zwischen der und viel in der digitalen Welt der Bilder und Replikate unterwegs. Mit einem Buch zu Modellwelten zwischen Transparenz und Opazität zum Beispiel, wo er über die doppelten Bilder der digitalen Moderne redet. In We Are All Astronauts, wo es um das Bild des Space Travelers in der Kunst und den Medien geht. Und in solchen Büchern vergisst er aber eben dann nie, und Sie sehen, er selbst ist unterwegs, immer in der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Er vergisst nie den Blick in die Vergangenheit. So etwa in seiner kürzlichst erschienenen Monographie zu Raphaels Schule von Athen, wo es eben geht von der Philosophenakademie zur Hall of Fame. Und natürlich, und das ist jetzt das, wo ich sozusagen ende, in seinen Arbeiten zu Kunstfälschung. Die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ja in besonderem Maße bestimmt. Da der Fall Beltracci und die Folgen und so weiter, und dann vor allem eben auch die tolle Ausstellung, die es in der UB gab, Fakes, Fälschungen, wie sie im Buche stehen. Ich freue mich jetzt sehr auf den Vortrag, ich hoffe Sie auch, und ich wünsche Ihnen eine kurzweilige Reise in verdichtete Zeitdimensionen. Schnallen Sie sich gut an, denn es wird, wie immer bei Henry Kieser, das kann ich Ihnen versprechen, rasant. Viel Spaß. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Geben Sie Zeichen, sollte sich das ändern. Liebe Barbara, ganz herzlichen Dank für die Einladung heute Abend und ganz herzlichen Dank auch für die Einführung, die mir auch schon ein paar Brücken gebaut hat zu dem Auftakt des Vortrags. Denn da wird es tatsächlich erst einmal um die Zukunft und auch um Medien gehen. Denn die große Faszination, die aktuell dem Phänomen des Anfangs nach dem Ende oder dem Ende vor dem Anfang entgegengebracht wird, kann man jenseits des Zuspruchs zu dieser Ringvorlesung auch erkennen, wenn man einen Blick in das Angebot an Science-Fiction-Filmen aktueller Streaming-Dienste wirft.
Ich möchte hier zum Auftakt kurz nur zwei entsprechende Beispiele herausgreifen, in denen das Thema zu jeweils verschiedenen Zeithintergründen und vor dem Hintergrund jeweils kulturell sehr unterschiedlicher Bedingungen interpretiert wird. So startete im September 2021 auf Apple TV Plus die insbesondere von David S. Goyer und Josh Friedman produzierte amerikanische Serie Foundation. Ihre Handlung ist in einem von Menschen bewohnten, seit Jahrtausenden bestehenden Galactic Empire angesiedelt, das von dem zentralen Planeten Trentor aus von einem Kaiser namens Kleon aus regiert wird. Diesem prophezeit der Mathematiker Harry Seldon nun eines Tages von ihm aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen berechneten unausweichlichen Untergang. Es werde, so Seldons Vorhersage, zu vernichtenden Kriegen und einem technologischen wie kulturellen Verfall kommen, in dem die aktuelle Zivilisation ausgelöscht würde. Jahrtausende eines dunklen Zeitalters würden folgen, ehe ein mühsamer und langwieriger Neuanfang möglich wäre. Da die Katastrophe unaufhaltsam ist, versucht Seldon auch erst gar nicht, sie aufzuhalten, aber er beschließt Vorsorge für die Zeit danach, also für den Neuanfang danach zu treffen, indem er eine Reihe von Getreuen um sich schart und mit ihr bezeichnenderweise auf einem Planeten namens Terminus, das ist der römische Gott des Anfangs und des Endes, also auf diesem Planeten Terminus begründet er die titelgebende Foundation. Deren Aufgabe soll es sein, die wichtigsten Errungenschaften von Wissenschaft und Kultur zu bewahren, um bei dem Neustart nach dem totalen Zusammenbruch nicht am Nullpunkt der Zivilisation ansetzen zu müssen, sondern das dunkle Zeitalter dadurch stark zu verkürzen, dass man rasch auf noch bestehende Fundamente von Wissen und Kultur zurückgreifen kann. Die Produzenten Goyer und Friedman nähren jedoch erzählerisch Zweifel an diesem an und für sich lobenswerten Unterfangen, indem sie damit das damit interpretierte Thema des Anfangs nach dem Ende jenseits der Foundation bzw. ihr sogar diametral entgegengestellt ein zweites Mal, nun jedoch sozusagen auf der Ebene einer einzelnen Figur, noch einmal artikulieren. Denn Kaiser Kleon, der die Prophezeiung von Seldon als die Herrschaft destabilisierendes Element wahrnimmt und daher gegen ihn vorzugehen versucht, ist tatsächlich gar nicht eine einzelne Person, sondern vielmehr deren vielfältige Ausprägungen. Der ursprünglich zu Beginn des Galactic Empire regierende Kleon beschloss, da er die eigene Person als idealen Herrscher empfand und der Überzeugung war, dass nur eine feste und ungebrochene Tradition gleichen Handelns den Bestand des Empires schützen könne, er beschloss also, sich selbst zu klonen. Somit herrschte also seit Jahrtausenden in Form dieser Klone, bei denen zudem die Weitergabe des jeweiligen Wissens und Handelns zusätzlich dadurch gewährleistet ist, dass immer drei Klone parallel existieren. Ein alter Klon, das ist der nicht mehr regierende Kleon, dann ein ganz junger Klon, das ist dieser hier auf der rechten Seite, der von den beiden älteren Klonen ganz in ihrem Sinne erzogen wird und schließlich der regierende Kleon, der Mittelalte, der hier also ganz links sitzt. Und diese Hierarchie wird in gewisser Weise auch hier in dieser Tischanordnung schon wiedergespiegelt, also die beiden sitzen sozusagen auf ihn hin zugeordnet. Er berät praktisch die beiden und sie erziehen wiederum diesen kleinen Kreon. Die Namen, mit denen sie sich gegenseitig belegen, Brother Day, Brother Dusk und Brother Dawn, weisen schon auf einen Zusammenhang zwischen Zeitaltern und Tageszeiten hin, mit dem wir uns später befassen werden. Das taucht bei Poussin nämlich dann auch wieder auf, also eben Bruder Tag, Bruder Morgenröte und Bruder Abendrot. Damit wird natürlich auch angedeutet, der eine sozusagen tritt schon ab, der andere tritt gerade auf und der andere regiert gerade sozusagen in der Mitte des Tages. Und diese Benennung nach Tageszeiten soll auch Regelmäßigkeit und Unwandelbarkeit zeigen. Das heißt, wir haben es hier also mit einem in sich rotierenden Zyklus zu tun, der jedoch außerhalb von sich selbst keine Veränderung zeitigt oder zeitigen soll. Denn es zeigt sich, dass der damit von Kleon verfolgte Plan einer immer gleichbleibenden tatsächlichen Regierung fehlerhaft ist. Denn im Laufe der Zeit weisen die Klone doch leichte und dann immer stärkere Abweichungen voneinander auf.
Und ein Brother Dawn zum Beispiel schlägt sich sogar selbst auf die Seite einer gegen den Kaiser aufbegehrenden Widerstandsbewegung und wird daher von seinen älteren Bruderklonen eliminiert, die kurzerhand einen neuen Jungklon aktivieren, um die so entstandene Lücke zu schließen. Man sieht also, tatsächlich kommt es bei dem intendierten Kreislauf dann also doch zu einer Fortbewegung vom Bestehenden. Die Fehlerhaftigkeit innerhalb der genetischen oder auch einfach nur psychischen Abfolge der Kaiserklone ist dabei jedoch nur ein kleines Spiegelbild Harry Seldens, dieses Mathematikers, denn an dessen Plan einer Tradierung von Wissenschaft und Kultur zeigen sich im Laufe der Zeit auch Makel, indem zum Beispiel die Frage aufgeworfen wird, ob es nicht auch eben diese intellektuellen und kreativen Güter sind, die überhaupt auch einen Anteil an dem Untergang des Empire haben, sodass Seldon in gewisser Weise eventuell just das schützt, was dann eventuell Jahrtausende später wieder einen erneuten Untergang zur Folge haben wird. Und denkt man weiter, dass eventuell dann wieder jemand versuchen könnte, eben diese für den Untergang mitverantwortlichen Güter der Wissenschaft und Kultur zu schützen, um den Neustart zu beschleunigen, so wäre man in einer Art von anhaltender Kreisbewegung aus Ende, Anfang und wieder Ende. Eben eine solche Kreisstruktur kann man, und hier in sogar noch umfangreicherer Weise, auch bei der zweiten, hier kurz vorzustellenden chinesischen Serie beobachten, die seit dem 15. Januar 2023 über die chinesischen Streaming-Seiten WeTV und Rakuten Wiki distribuiert wird. Denn Three Body erzählt, beziehungsweise wird wohl noch erzählen, denn die Serie ist aktuell erst in der ersten Staffel bei Episode 17 von insgesamt 30 Episoden. Diese Serie erzählt vom Kontakt der Menschen zu einer außerirdischen Zivilisation, die in einem von drei Sonnen beherrschten System lebt. Und da die Laufbahn der drei Sterne aufgrund ihrer gegenseitigen Anziehungskraft nicht vorherberechenbar ist, darauf spielt auch der Titel, nämlich eine Verkürzung der Worte Three-Body-Problem an, kommt es immer wieder zu Konstellationen, bei denen die auf dem von den drei Sonnen beherrschten Planeten Trisolaris entstehenden Zivilisationen eins ums andere Mal vernichtet werden. Die Trisolarier finden jedoch Mittel und Wege, um den nachfolgenden Ausprägungen ihrer Zivilisation Botschaften zu hinterlassen, die es diesen ermöglicht, das Problem zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln, die es wenigstens erlauben, dass eine trisolarische Zivilisation es schafft, sich bis in das Raumfahrtzeitalter zu entwickeln. Dank dieses Wissens kann man zu der knapp 4,2 Lichtjahre entfernten Erde aufbrechen, um diese als neuen Lebensraum für sich zu erobern und das heißt natürlich auch, die dort lebende Menschheit zu vernichten. Im Rahmen des sodann ausbrechenden und rasch auf weitere außerirdische Zivilisationen hin eskalierenden Krieges kommt es zum Einsatz von Waffen, die im Verbund mit der intensivierten Raumfahrt in Lichtgeschwindigkeit dazu führen, dass sich das Universum unter der immer stärkeren Wirkung der Gravitationskraft zu einer Art von umgekehrtem Urknall, nämlich dem Big Crunch, entwickelt, mit dem das Universum enden und verschwinden wird. Es wird jedoch vermutet, dass es danach zu einem erneuten Big Bang, also einem Urknall, kommen würde, mit dem das Universum von Neuem entstehen könnte. Einige Erdbewohner versuchen daraufhin mit Hilfe einer entwendeten trisolarischen Technologie, Big Crunch wie Big Bang in einer Art Paralleldimension abzuwarten, müssen jedoch erfahren, dass sie damit einen kritischen Massenverlust provozieren würden, der dazu führen würde, dass es nach dem Big Crunch zu einem Big Freeze kommen würde, bei dem die Energiedichte so gering geriete, dass kein erneuter Urknall möglich wäre. Und um dieses totale Ende des Universums zu verhindern, geben die Erdbewohner ihren Fluchtplan auf, hinterlassen für eventuelle zukünftige Bewohner des Universums lediglich eine Botschaft über die menschliche und die trisolarische Zivilisation sowie ein kleines Ökosystem mit Pflanzen und einem Fisch, bevor sie selbst zurück in das sterbende Universum zurückkehren. Man sieht also, dass sich auch hier wie bei Foundation der kleine Kreislauf, Anfang und Ende der trisolarischen Zivilisation, in einen sehr viel größeren, nämlich Ende und Anfang des gesamten Universums, einbeschrieben findet. Beide Serien gehen nun interessanterweise auf zuvor entstandene Romanvorlagen zurück, die als Reaktionen auf seinerzeit jeweils aktuelle politische und gesellschaftliche Zustände gelesen werden können. So geht Goyers & Friedmans Foundation-Serie auf ein Werk des amerikanischen Biochemikers und Autors Isaac Asimov zurück, das dieser ab 1942
zunächst in Form von Kurzgeschichten und Erzählungen, die er dann ab 1951 in einer Romantrilogie zusammenfasste, entwarf und dann ab 1981 auch in einer Form einer ganzen Reihe von Vorgeschichten und Fortsetzungen erweiternd rahmte. Man kann und muss Asimovs Konzeption einer angesichts der unausweichlichen Vernichtung einer Zivilisation von einigen wenigen zu rettenden und Wissens- und Kulturschatzes natürlich für den Hintergrund der politischen Entwicklungen in den späten 30er und frühen 40er Jahren lesen, also Entdeckung der Kernspaltung 1939, Zweiter Weltkrieg etc. Und es ist insofern interessant zu sehen, dass just die von Asimov vor diesem Hintergrund wie ein Gedankenspiel entwickelten Handlungsfäden aktuell wieder so großes Interesse finden. Analoges gilt für Three-Body, das auf die zwischen 2006 und 2010 entstandene Romantrilogie des chinesischen Autors Liu Cixin, geboren 1963, zurückgeht. Und natürlich auch, bedenkt man, zumal die auch und gerade politische Symbolik der Sonne in China, also die Sonne stand auch als Symbol für den Erneuerer Mao Zedong selbst. Und insofern muss man also auch diese Romantrilogie als Kommentar auf die gesellschaftlichen, politischen Herausforderungen Chinas wie der internationalen Politik lesen. Wie groß das Interesse an diesem Stoff seit einiger Zeit bis aktuell ist, kann daran auch ersehen werden, dass momentan gleich drei Verfilmungen von Three Bodies vorliegen. Bereits 2015 wurde die Romanvorlage unter dem Titel The Three-Body Problem als 3D-Produktion verfilmt. Der Film sollte eigentlich im Juli 2016 in die Kinos kommen. Im darauf folgenden Jahr aber gaben die Produzenten eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit bekannt. Im Januar 2023 startete die eben hier kurz angesprochene chinesische Serie Three-Body und für 2023 ist zudem eine amerikanische, von Netflix in Auftrag gegebene und zwischen November 2021 und August 2022 produzierte Serienadaption angekündigt, die von David Benioff, Daniel Brett und Alexander Wu konzipiert und geschrieben wurde. Man sieht also, dieses Thema trifft ganz offensichtlich aktuell einen Nerv. So aktuell das Thema des Endes als Anfang also ist, so wenig sollte dies aber darüber hinwegtäuschen, dass diese Denkfigur, und dies ist in den innerhalb dieser Reihe gehaltenen Vorträgen und gezeigten Filmen ja auch schon deutlich geworden, sehr viel älter ist. Ich möchte Ihnen dies im Folgenden anhand eines Gemäldezyklus des französischen Malers Nicolas Poussin, der zwischen 1594 und 1665 gelebt hat, aufzeigen und dabei auch jener Rezeption zeitgenössischer Rezeption nachspüren, die der Künstler, wie später auch Isaac Asimov oder eben auch Liu Cixin mit diesen Werken erfahren hat. Unter den Gemäldezyklen Poussins haben diese vier Jahreszeiten, die Sie hier sehen, gerade von Seiten auch der nicht auf Poussin spezialisierten Forschung bislang die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Und dieser Aufmerksamkeit vergleichbar sind im Bereich der einzelnen Gemälde, also jetzt nicht der Zyklen, Poussins Et in Arcadia Ego oder seine Manna-Lese, die Sie hier auf der rechten Seite sehen, an denen man unter anderem philosophische oder sprachwissenschaftlich kommunikationstheoretische Probleme berührt sah und sieht. Da geht es also hier natürlich um den Akt des Lesens und Verstehens und hier geht es eben darum, eine sehr komplexe Geschichte in verschiedenen Zeitmomenten in einem einzigen Moment darzustellen. Il s'agit, schreibt Pierre Rosenberg in Bezug auf die vier Jahreszeiten im Katalog der großen Poussin-Ausstellung 1994, des œuvres les plus célèbres, les plus illustres de Poussin. Also das sind die berühmtesten und auch die am meisten bewundertsten Werke von Poussin. Woher rührt nun aber dieses vergleichsweise große Interesse an diesen vier Jahreszeiten? Zum einen wohl aus dem Umstand, dass die Bilder in ihrer Thematik an einen recht großen, die Jahrhunderte vor und nach ihnen übergreifenden Bestand an wenigstens vom Sujet her vergleichbaren Darstellungen anschließen. Also Jahreszeitendarstellungen gibt es in der Kunstgeschichte immer wieder. Ich habe Ihnen ganz willkürlich drei Beispiele rausgegriffen. Nicht ganz willkürlich insofern, als Sie hier bestimmte Typen sehen. Sie sehen nämlich einmal von Jan Bruegel den Winter dargestellt, eben hier als Kombination mit bestimmten Tätigkeiten, in diesem Fall der Jagd. Dann haben Sie von Guido Reni eine allegorische Darstellung, wo die Jahreszeiten personifiziert werden anhand von bestimmten Figuren, die mithilfe ihrer Attribute als diese Jahreszeiten ausgewiesen werden können. Und dann schließlich
ein niederländisches Gemälde, wo es weniger darum geht, jetzt bestimmte Tätigkeiten oder Allegorien darzustellen, sondern tatsächlich sozusagen eine Sommerlandschaft vorzustellen. Und eben der Vergleich mit solchen Werken macht aber die Ungewöhnlichkeit der Schöpfungen Poussins ganz besonders deutlich. Zum anderen, das ist also der eine Punkt, im Vergleich zu diesen traditionellen Landschaftsdarstellungen sind diese vier Jahreszeiten von Poussin sehr ungewöhnlich. Zum anderen aber entstammen die vier Bilder auch der allerletzten Schaffensphase des französischen Meisters, weshalb sie im Verbund mit dem von ihnen interpretierten Konzept einer übergreifenden Werden und Vergehen, Leben und Sterben umfassenden Struktur auch als Testament artistique et spirituel Poussins gefeiert, wie wieder Rosenberg 1994 schreibt, also ein künstlerisches und spirituelles Testament. Zwar handelt es sich bei den vier Jahreszeiten keineswegs um das allerletzte Werk des Malers, der 1664 tatsächlich vor der Fertigstellung des Gemäldes hier auf der linken Seite, Apollon amoureux de Daphne, starb. Aber da mit den vier Jahreszeiten die letzten vollendeten Gemälde vorzuliegen scheinen, ging der Status als letzte Schöpfung Poussins von dem Apollo-Gemälde auf den Winter über. Als der französische Künstler Pierre Nolas Bergeret 1819 einen Entwurf des Sterbemoments Poussins, also im Jahr 1665, ausarbeitete, da ging es also um eine Art von Gedenkpublikation für Poussin, und Bergeret hat sich vorgestellt, wie mag wohl die Totenfeier für Poussin in Rom eben 1665 ausgesehen haben. Und er hat hierbei bei dieser Darstellung einer Tradition gefolgt, der zufolge man einem sterbenden Künstler sein letztes Bild beigibt. Und Sie sehen hier oben ganz klar erkennbar an diesem Boot der Winter, der hier jetzt über dem Sterbebett von Poussin hängt. Das heißt, so wie einige Jahre zuvor Nicolas-André Monsieur 1804 hinter dem scheidenden Raphael seine Transfiguration aufhängte, also auch das letzte Werk von Raphael, so legt Bergeret eben Poussin unter den Winter, um damit praktisch eine Art von Synthese deutlich zu machen, das Ende eines Gemäldezyklus, das Ende der Schöpfung, der Winter, das Ende des Jahres wird mit dem Ende des Künstlerlebens und, wie wir auch gleich sehen werden, mit dem Motiv des jüngsten Gerichts miteinander parallelisiert. Und schließlich, und auch das trägt zur Berühmtheit dieser vier Jahreszeiten bei, gibt die Bilderfolge nach wie vor Rätsel auf. So wissen wir zwar praktisch, wer sie zuletzt oder wer sie als erster besessen hat, Besitzer, aber damit nicht zwingend der Auftraggeber, war Armand Jean Duplessis, der zweite Duc de Richelieu und der Großneffe des berühmten Kardinals Richelieu. Allerdings entzieht es sich unserer Kenntnis, aus welcher Motivation heraus sie von wem und zu welchem genauen Zweck bestellt worden ist. Das heißt, wir wissen nur, dieser Großneffe von Richelieu besaß diese Gemälde. Wir wissen aber nicht, ob er sie in Auftrag gegeben hat. Das ist sogar wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Und wir wissen nicht, wer sie vor ihm besessen und in Auftrag gegeben hat. Und übrigens ist dieser Großneffe sehr salopp mit diesen vier Bildern umgegangen. Er hat sie nämlich bei einem Tennismatch als praktisch Pfand eingesetzt, hat das Match verloren und damit auch diese vier Gemälde. Rudolf Zeitler hat 1963 vorgeschlagen, in den vier Gemälden Teile einer Ausstattung für eine christliche Kapelle zu sehen. Seiner hypothetischen Hängung zufolge wären die vier Gemälde auf einen Altar hingeordnet worden, dem, als Gott dem Licht der Welt geweiht, die beiden Gemälde mit dem Frühling und dem Sommer am nächsten zu stehen gekommen wären. Zeitler führt für seine Anordnung, wo Herbst und Winter eben als kalte Monate, als kalte Jahreszeiten von der Sonne weit entfernt sind, Zeitler führt für diese Anordnung auch kompositorische Überlegungen sowie auch Hinweise auf theologische Implikationen an. Anders aber, als man dies aufgrund einer solchen Hypothese erwarten könnte, gehen die vier Darstellungen aber nicht auf Textquellen aus dem Neuen Testament zurück, sondern greifen ausschließlich Szenen des Alten Testaments auf. Im Falle des Frühlings, hier oben links, mit der Szene im Paradies liegt 1. Moses 3, also die Genesis, zugrunde. Im Falle des Sommers eine Szene aus dem Buch Ruth. Für die Herbstdarstellung wird ein Moment aus dem 4. Buch Mose, also Numeri 13, die Kundschafter im Lande Kanaan, ausgewählt. Und die Jahreszeit des Winter geht mit der dargestellten Sintflut wieder auf Genesis zurück, also 1. Moses 7.
Angesichts dieser Textauswahl sowie der bislang beispiellosen Verschränkung von solchen alttestamentlichen Darstellungen mit Jahreszeiten im Kontext einer christlichen Kapelle erscheint es wenig wahrscheinlich, dass es sich bei den vier Jahreszeiten tatsächlich um eine solche Kapellenausstattung handelt. Und auch der Umstand, dass Zeitlers Hypothese sich nicht durchzusetzen vermochte, machte eine alternative Deutung der Gemälde umso dringlicher. Und so wurde von Seiten der Forschung jene bereits 1956 vorgelegte Interpretation des 2018 verstorbenen Willibald Sauerländer favorisiert. Und damit komme ich in gewisser Weise zu den modernen Interpretationen, jetzt erstmal noch nicht künstlerischer Art, sondern kunsthistorischer Art. Willibald Sauerländer liest die Jahreszeiten zwar ebenfalls als Manifestation christlich-typologischen Denkens, allerdings versteigt er sich zu keinerlei Aussagen zu der daraus eventuell resultierenden Funktion der Bilder. Er liest die Gemälde als Darstellungen von, wenn man so will, drei Zuständen, nämlich ante legem, also vor der Erlassung der mosaischen Gesetze, sub lege, also unter dem mosaischen Gesetz, und sub gratia, also beim oder nach dem Wirken Christi sowie des jüngsten Gerichts. Das Frühlingsgemälde verstand er dabei als Repräsentation des Zustandes ante legem, also vor den mosaischen Gesetzen, und deshalb habe ich dazu geschrieben sub gratia in Grau, weil Sauerländer auch immer christlich-typologische Elemente in diesen Bildern sozusagen versteckt sieht. Denn er sagt, im Stamm dieses Baums der Erkenntnis soll man auch eine Vorausdeutung auf Christus, seinen Kreuzestod und die kommende Kirche erkennen. Also dieser Stamm des Baums der Erkenntnis wird eben auch hier gelesen als Andeutung auf das Kreuz Christi. Ebenso stünden im Sommerbild Ruth und Boas für eben Christus und seine Braut, die Ekklesia. Da gibt es also auch typologische Vorbilder, wo das tatsächlich so gedeutet wird, während die gezeigten Kornähren auf den eucharistischen Leib von Christus anspielen. Da Sauerländer diese Szene aber auch als Darstellung des Zustandes eben sub gratia deutet, geht er also hier offenbar auch von einer Zweistufigkeit der in den Bildern dargestellten Ebenen auf. Auf der Ebene des Literalsinns, also wann spielt das im Alten Testament und was wird wie erzählt, sind wir natürlich sub lege, also unter den mosaischen Gesetzen, denn das Buch Ruth spielt zu einer Zeit, in der die mosaischen Gesetze bereits Gültigkeit haben und eben die einzelnen Bildelemente lassen sich dann aber wieder typologisch auch auf den Zustand sub gratia anwenden. Und das gleiche Verfahren wendet Sauerländer dann auch auf den Herbst an, den er zwar nicht explizit der Zeit sub gratia zuordnet, dies im Rahmen seiner Deutung aber wie bei den anderen beiden Bildern mehr als nahelegt. Denn die Weintraube, die hier von den Kundschaftern aus dem Lande Kanaan getragen wird, als Beweis der Fruchtbarkeit dieses Landes, diese Weintraube sieht er unter Rekurs auf eine auch noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts prominent illustrierte ikonografische Tradition als Typus des gekreuzigten Christus und als Hinweis auf dessen Blut im Sakrament der Eucharistie. Das haben Sie also hier. Hier haben Sie auch diese beiden Kundschafter aus dem Stamm, auf dem die Traube hängt, an dem die Rebe hängt, wächst das Kreuz Christi herauf und an dem sind auch wiederum weitere Weinreben und damit wird eben auf das Blut Christi angespielt. Die Frau auf der Leiter, die Sie hier sehen, die versteht Sauerländer als Braut Christi oder als Ekklesia, die sich der Seitenwunde des gekreuzigten Christus nähert. Auch da verweist er auf eine solche Darstellung aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, wo wir genau hier eben genau eine solche Frau sehen, die sich auf einer Leiter hier der Seitenwunde Christi nähert, so wie diese Frau eben hier auch auf praktisch zu diesem Baum aufsteigt. Die Frau auf der rechten Seite, die einen Korb auf dem Kopf trägt, von dem ein Tuch so fällt, dass es ihr vor die Augen fällt, die liest Sauerländer als Synagoge, die sich eben von Christus abwendet und ihn auch nicht sehen kann. Das Winterbild schließlich, mit dem wir auf der Ebene des Literalsinns wieder wie beim Frühling im Stadium ante legem sind, liest Sauerländer als eine verhüllte Darstellung des jüngsten Gerichts, wobei die Arche hier ebenfalls als Sinnbild der dieses Mal vor der Verdammnis geretteten Ekklesia, also als Schiff der Kirche, gelesen wird. Und die Schlange
und den toten Baum. Hier sehen Sie also eine große Schlange, hier sehen Sie eben einen absterbenden Baum. Und die liest Sauerländer praktisch als Hinweis auf den Baum des Todes, auf den, dessen Gegensatz, nämlich den Baum des Lebens im Paradies. Und das heißt, mit der Schlange und dem Baum des Todes haben wir eine Anspielung auf das Paradies, also auf den Anfang des Ganzen. Und in die Richtung weist dann auch dieser Ölbaum, der hier also praktisch zum einen an die letzte Ölung, an das Sakrament der letzten Ölung gemahnt, zum anderen aber auch wieder als Baum des Lebens, denn dieser Baum grünt, wieder anschließt an die Paradiesesdarstellung. Ulrich Rehm, ein kunsthistorischer Kollege, hat diese Deutung 2002 kritisch diskutiert, 2006 auch im Rahmen der Nachkriegskunstgeschichte methodologisch kontextualisiert, also Kunstgeschichte nach 1945, und zugleich einen eigenen Deutungsansatz vorgeschlagen. Und dieser Deutungsansatz nimmt sich nämlich just die Mannerlese von Poussin zum Vorbild und Ausgangspunkt, denn dort, so Ulrich Rehm, gebe der Maler mit dieser Figurengruppe auf der linken Seite entscheidende Hinweise für das Verständnis des Bildes, und mit dem ersten Gemälde der vier Jahreszeiten tue Poussin genau das Gleiche. Denn im ersten Bild weist Eva Adam auf die von diesem noch nicht gesehenen Früchte hin und führt dem Betrachter somit exemplarisch vor, Zitat, wie die bildende Kunst vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Anblick zur Erkenntnis führen könne, denn das sind ja die Früchte vom Baum der Erkenntnis. Eva zeigt sie ihm, sie sind sichtbar, aber das, was aus dem Genuss der Früchte resultiert, die Erkenntnis, das ist unsichtbar und deshalb dieser Schritt vom Anblick zur Erkenntnis. Und es werde, so Ulrich Rehm, damit deutlich gemacht, dass die vier Bilder des Jahreszeitenzyklus einen Diskurs über das Sehen und Erkennen provozierten und eine grundsätzliche Stellungnahme zum Erkenntniswert der Malerei abgeben. Dies werde in den nachfolgenden Bildern des Zyklus insofern weiter ausgearbeitet, als Gott im ersten Bild ja hier oben noch sichtbar, dann in den anderen Gemälden nur noch zeichenhaft präsent sei und auch die von ihm geschaffenen Früchte in der letzten Darstellung, also mit dem Ölbaum, nur noch verborgen sichtbar seien. Dies würde freilich bedeuten, dass Poussin die Abfolge der vier Jahreszeiten rein linear gedacht hat, also eben im ersten Bild gibt er uns sozusagen zu verstehen, wie müssen wir diese anderen Bilder lesen und dann sollen wir praktisch stringent von einem Gemälde zum nächsten linear diesen Zyklus lesen. Und auf den ersten Blick scheint das auch zuzutreffen, auch im Hinblick auf die lineare Abfolge der zugrunde gelegten Bibeltexte, denn der Zyklus eröffnet ja mit der Darstellung des Paradieses aus Genesis und schließt sodann mit der im späteren Genesis-Kapitel geschilderten Sintflut. Also insofern haben wir da eine gewisse Linearität. Aber innerhalb dieser linearen und narrativ scheinbar so konsekutiven Klammer durchzieht den Zyklus eine Reihe von antagonistisch, gegensätzlich ausgerichteten Strukturen. Nicht nur, dass man das Paar Paradies und Sintflut natürlich als ein Gegensatzpaar sehen muss, also auf der einen Seite die Erschaffung des Menschen und auf der anderen Seite seine Vernichtung, sondern sowohl diese beiden Rahmenepisoden wie auch die dazwischen eingebundenen Szenen bilden untereinander immer wieder Gegensatzpaare. So könnte man die Paradiesszene des Frühlings in Opposition zu der Sommerepisode aus dem Buch Ruth sehen, denn kennen die Menschen im Paradies noch keine Not, es hängt alles voller Früchte, die man also pflücken kann, so leidet Ruth Hunger. Und das ist auch der Grund, weshalb sie auf Knien um Erlaubnis bitten muss, die liegen gebliebenen Ähren hier aufzusammeln. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Überfluss, auf der anderen Seite Hunger, also hier schon mal ein Gegensatz. Und dem Mangel der bittenden Ruth wiederum gegenübergestellt ist der Überfluss des Landes Kanaan, wie ihn die in Numeri 13 geschilderte Episode des Herbstbildes in Szene setzt, in der die beiden Kundschafter des Moses sich das nehmen, was die Natur bietet, und sie sehen, das ist reichlich. Und die damit erwiesene Gunst Gottes gegenüber den Israeliten steht wieder in Opposition zu dem sich mit der Sintflut niederschlagenden Zorn Gottes. Zugleich jedoch ließe sich das Herbstbild in Beziehung auch wieder zum Garten Eden setzen, wo ebenfalls große Früchte die Bäume überziehen. All dies macht deutlich, dass sich die Szenen von Poussins vier Jahreszeiten nicht in eine einzelne, klare, stringente Ordnung fassen lassen, sondern ihre Spannung gerade aus ihren unterschiedlichen Oppositions- wie Verweisstrukturen bildenden Zusammenhängen beziehen. Und dem harmonisierenden Konzept von Sauerländer
ist aus dieser Warte mit umso größerer Skepsis zu begegnen, als sein Konzept, nämlich diese Beziehungsvielfalt, auf eine allzu stringente und dabei aber auch nicht wirklich immer stimmige Entwicklung hin zurechtzukämmen versucht. Ich will nur auf einen Einwand hinweisen, das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, denn der Deutung von Sauerländer zufolge würde diese Frau vom Kreuz aus zum Kreuz hochsteigen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn Sie sich überlegen, in der einen Darstellung war das ja ein Symbol für das Kreuz, aus dem das Kreuz selber erwächst. Und jetzt würde praktisch hier suggeriert, diese Leiter ist selbst das Kreuz, beziehungsweise diese Frau steigt auf dem Kreuz hoch zu einem anderen Kreuz, an dem jetzt also wieder Christus hängen soll. Das heißt, hier werden zwei Ikonografien so miteinander kombiniert, dass sie eigentlich keinen Sinn ergeben. Sauerländer hat auch 2005 in einem Aufsatz kritische Distanz zu diesem frühen Aufsatz von 1956 geübt und hat also da ein paar Abweichungen dann vorgeschlagen. Unleugbar aber dürfte wohl sein, dass Poussin für die Faktur des gesamten Zyklus von der Chronologie der Bibel ganz kalkuliert abweicht. So beginnt und endet dieser Zyklus, wie gesehen, mit den in der Genesis geschilderten Momenten des Paradieses und der Sinnflut, also Schöpfung und Vernichtung, während dazwischen von der Genesis zum Buch Ruth vorgesprungen wird, dann wieder zurück zum Buch Numeri und dann schließlich wieder ganz zurück zum Buch Genesis. Das heißt, wir haben so eine Vor- und Zurückbewegung bei den Textquellen, die hier zugrunde gelegt sind. Poussin deutet mit dieser Rückkehr der Textvorlage des letzten Bildes zur Textquelle des Eröffnungsbildes mithin eine Art von Kreisstruktur an, die auch gut zur Zyklik des gewählten Oberthemas, nämlich den Jahreszeiten und ihrem sich stets wiederholenden Ablauf von Erblühen im Frühling und Vergehen im Winter passt. Wir müssen uns ja klar machen, wir gucken hier eigentlich vier Jahreszeiten an, nicht vier alttestamentliche Szenen. Sekundiert wird dies durch eine weitere, über das Sujet der Jahreszeiten gelegte Struktur, die sich auf die vier Tageszeiten bezieht. Sie erinnern sich an Brother Dawn, Brother Day, Brother Dusk aus Foundation. Und hier deutet nämlich das Licht im Paradies einen anbrechenden Morgen an. Im Sommerbild scheint es gerade hoher Mittag zu sein, deshalb sind hier auch alle durstig und trinken. Im Herbst ist es offensichtlich ein Nachmittag, das deuten diese spätnachmittäglichen Lichtverhältnisse an und die Sinnflut schließlich ist situiert in einer schwarzen, lediglich von Blitzen fahl erhellten Nacht. Und damit, sowie mit dem Jahreszeitenthema, herrscht neben der Zyklik dann doch auch wieder eine klare Gerichtetheit vor. Das heißt, während der Ablauf sich als Ganzes immer wiederholt, weist seine innere Struktur durchaus eine zielgerichtete Dynamik auf, die vom Morgen der Menschheit im Paradies bis hin zu ihrem fast vollständigen Untergang in der Nacht der Sinnflut reicht. Und bezeichnenderweise ist auch das Schiff, die Arche hier, fast versteckt. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass der von mir ansonsten eigentlich sehr geschätzte britische Schriftsteller Julian Barnes in einem Buch, wo er dieses Bild beschreibt, 1989 schreibt, in Poussin's The Deluge, the ship, also die Arche, is nowhere to be seen. All we are left with is a tormented group of non-swimmers, first brought to prominence by Michelangelo and Raphael. Old Noah has sailed out of art history. Der alte Noah ist aus der Kunstgeschichte herausgesegelt. Aber man sieht, Julian Barnes hat nicht genau hingeguckt, er hat die Arche im Hintergrund eben nicht gesehen. Und das macht aber schon deutlich, dass Poussin hier ganz offensichtlich auch nicht wollte, dass man die gleich als erstes sieht, sondern dass sie tatsächlich erst nach einigem Suchen entdeckt werden kann. Sie ist fast versteckt und zwar just unter jener bleichen und von Wolken verhangenen Kugel, bei der es sich um die fast vollständig zugedeckte Sonne oder auch den Mond handelt, in jedem Fall also einen Lichtkörper, der sodann auf den im Paradiesbild wieder anbrechenden Morgen vorausweist. Und wir haben hier ja auch, wie wir schon gesehen, die Schlange und den Baum des Lebens, die also ebenfalls auf die nachfolgende Paradiesesdarstellung verweisen. Die dabei zu konstatierende Gerichtetheit ist zugleich auch einzelnen hier ausgewählten Szenen selbst inhärent. Zwar konnte Poussin die Idee, den Winter als Sintflut zu interpretieren, auch über die antike Literatur vermittelt bekommen, denn im dritten Buch seiner Questiones Naturalis erwägt Seneca an zwei Stellen, dass es sich bei der Sintflut auch um einen ewigen Winter handeln könnte, in dem der Winter also seine Herrschaft auf die anderen Monate ausdehnt und den Sommer vertreibt und somit also dafür verantwortlich ist, dass es große Mengen an Wasser regnet.
Jedoch deckt sich die Interpretation des Winters als letzte Etappe der christlichen Heilszeit durchaus auch mit früheren künstlerischen Interpretationen. Wie Oskar Bethschmann 1995 deutlich gemacht hat, stellte unter anderem Jacopo Tintoretto mit seinem Gemälde für die Kirche Santa Maria dell'Orto in Venedig 1562-64 einen direkten typologischen Bezug zwischen der Sintflut und dem jüngsten Gericht her, indem er nämlich die Darstellung einer Sintflut nicht nur mit Judicio Universale betitelte, also jüngstes Gericht, sondern auch dazu passende ikonografische Elemente wie stürzende, geflügelte Dämonen oder eben auch Skelette oder Schädel hier aus den Wassermassen sich aufrichten lässt. Damit ist jedoch das typische und zentrale gerichtete Zeitbild des Christentums mit seiner Verlaufsstruktur vom Sündenfall hin zum jüngsten Gericht mit in Poussins vier Jahreszeiten integriert, die nicht von ungefähr eben mit dem Sündenfall bereits andeutenden Paradiesesbild eröffnen und mit einem Sintflutbild enden, in dem die links zu sehende Schlange auf eben den Sündenfall zurück- und vorverweist. Denn in dem Frühlingsbild sehen wir keine Schlange. Das heißt also, hier müssen wir uns denken, das ist die Schlange, die hier noch nicht zu sehen ist, die aber gleich eben Eva dazu verführen wird, nun auch tatsächlich von diesen Äpfeln zu essen. Es lässt sich also mithin festhalten, dass sich in Poussins vier Jahreszeiten zwei Zeitstrukturen überlagern und durchdringen. Diejenige des Kreises, Tageszeiten, Jahreszeiten, vom jüngsten Gericht geht es zurück an den Anfang. Und diejenige des Zeitstrahls, je nachdem, worauf man das Augenmerk richtet, tritt die eine oder aber die andere stärker in den Vordergrund. Also eben schaut man auf die Zyklik der Jahres- und Tageszeiten sowie auch den Genesis-Bezug, also fängt mit Genesis an, hört mit Genesis auf, dann hat man hier also eine Kreisstruktur. Schaut man sich jetzt aber eben die Abfolge an, vom Sündenfall zum jüngsten Gericht zum Beispiel, oder aber auch die einzelnen Tages- und Jahreszeiten abfolgen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dann hat man auch durchaus eine Gerichtetheit. Der Zyklus bildet mithin eine Kreisstruktur, die sich um sich selbst rotierend zugleich vorwärts bewegt und damit die beiden der Natur inhärenten Verläufe in sich aufnimmt. Im regelmäßigen und zyklischen Wechsel der Jahreszeiten schreitet die Zeit langsam voran. Indem Poussin in seinen Gemälden nur Hinweise auf bestimmte heilsgeschichtliche Ereignisse, wie zum Beispiel das jüngste Gericht, unterbringt, dieses selbst aber nicht zeigt, das ist also nicht ganz unwichtig, entgeht er zudem möglichen Vorwürfen gegen eine unstatthafte und zu direkte Kombination von teleologischen und zyklischen Zeitmodellen, wie sie bereits von Augustinus in De Civitate Dei gegen Philosophen wie zum Beispiel Zeno von Verona formuliert worden waren. Ich zitiere Augustinus hier gleich auf Deutsch. Diese Streitfrage, also nach dem Ursprung der Welt, glaubten die Weltweisen nicht anders lösen zu können und zu sollen, als durch die Aufstellung von Zeitumläufen, in denen sich in der Natur der Dinge ganz das Gleiche stets erneuert und wiederholt habe und so auch in Zukunft ohne Aufhören ein Kreislauf der entstehenden und vergehenden Weltzeiten stattfinden werde. Sei es, dass sich diese Umläufe aus der Welt, an der Welt vollzögen, ohne deren Bestand zu unterbrechen, sei es, dass die Welt selbst auch in bestimmten Zwischenräumen entstehe und vergehe und immer wieder das Gleiche darbiete als neu, was schon gewesen ist und sein wird. Dem, das nennt Augustinus Possenspiel, diesem Possenspiel hält er jedoch entgegen, Zitat Augustinus, denn einmal nur ist Christus gestorben für unsere Sünden, wird nämlich die Seele erlöst, um nie mehr zum Elend zurückzukehren, in einer Weise, wie sie vor dem nie erlöst worden ist, so tritt in ihr etwas ein, was nie vorher eingetreten ist, und zwar etwas gewaltig Großes, nämlich ewiges Glück, das nie mehr aufhören soll. Also Sie haben praktisch hier zwei Argumente gegen diese Zyklik. Zum einen, Christus ist nur einmal für uns gestorben und die Erlösung hält für immer an. Es gibt also überhaupt keinen Grund, warum das alles wieder von vorne anfangen sollte. Bekanntermaßen aber wurde solchen Einwürfen zum Trotz die linear gedachte Heilsgeschichte im Verlauf der späteren Jahrhunderte auf den Gedanken des historischen Fortschritts hin säkularisiert. In seinem 1575 erschienenen Buch De la vicissitude ou variété des choses en l'univers verband der Gelehrte Louis Leroy ebenfalls zyklische Geschichtsvorstellungen
mit humanistischen Fortschrittsideen. Und Sie sehen hier rechts eine der vielen Übersetzungen, die Leroy bekommen hat. Das war ein ganz erfolgreicher Schriftsteller im 16. und 17. Jahrhundert. Leroy veranschaulicht seine These, dass das zyklische Entstehen, Werden und Vergehen von Zivilisation letztendlich den menschlichen Fortschritt vorantreibe, zunächst anhand der jeweils umfassenden Beschreibung des Zyklus, den eine einzelne Kultur durchläuft, um so dann zur zeitlich nachfolgenden Zivilisation weiterzugehen und nun deren Verlauf zu schildern. Indem Leroy dies immer von Neuem und dabei im Hinblick auf die unterschiedlichen menschlichen Errungenschaften und die Genese, Vermittlung und Fortentwicklung wiederholt, die diesem zyklischen Werden und Vergehen zu verdanken seien, integriert er den historischen Fortschritt in sein zyklisches Modell. Entscheidend für Leroy ist dabei, dass es trotz des beständigen Neuanfangs und Untergangs von Zivilisationen doch zu einer Art von Kumulativeffekt kommt. Wahr ist, Zitat, dass das eine beendet wird, das andere beginnt und durch den Untergang des Vorhergehenden vorangetrieben wird. So schreibt der Gelehrte in Bezug auf die Kulturen, die mithin nicht jedes Mal ganz von vorn und am Nullpunkt anfangen, sondern dadurch begünstigt werden können, dass sie auf den Ruinen und Hinterlassenschaften einer vorangegangenen Kultur aufbauen können. Wie es jedoch überhaupt zu diesem beständigen zyklischen Wandel kommt, beantwortet Leroy an zwei Stellen des Buches auf je eigene Weise. Zu Beginn spricht er die in seiner Sicht direkt verantwortlichen Phänomene an und erst am Schluss liefert er, indem er quasi die Summe aus den zuvor geschilderten Prozessen zieht, die alles übergreifende Theorie. Direkt motiviert sei die beständige, dabei jedoch zyklische Veränderung, insbesondere durch die Sonne, welche auch die vier Jahreszeiten bewirke und in denen wiederum Wechselhaftigkeit von Tod und Leben und die Veränderung aller Dinge begründet sei. Neben den Jahreszeiten, von denen Leroy besonders fasziniert scheint, das eint ihn sozusagen mit Poussin, den mehrmals in seinem Buch beschreibt und charakterisiert er die Jahreszeiten, und er macht gegen Ende des dritten Buchs das Prinzip ihres harmonisch aufeinander abgestimmten Abfolgens geradezu zum Vorbild der einander abwechselnden Zivilisation. Das heißt, in gewisser Weise machen wir Menschen mit unserer Zivilisation nichts anderes als das, was die Jahreszeiten auch schon machen. Wir imitieren die sozusagen. Und das heißt also, insbesondere von Gott gesandte Katastrophen wie Sintfluten sind für ihn neben der Sonne maßgeblich für den Wechsel und Wandel von Kulturen. Also einerseits Kontinuität, die Sonne, und zum anderen abrupte Ereignisse, wie zum Beispiel eben Katastrophen und Sintfluten. Und gegen Ende seines Buches formuliert er sogar das grundsätzliche dahinterstehende Prinzip, demzufolge es nämlich zwei Arten von Dingen im Universum gibt, nämlich ewige auf der einen und veränderliche bzw. verderbliche auf der anderen. Und eben letztere beginnen und enden, werden geboren und sterben, wachsen und nehmen unaufhörlich ab. Und sie tun dies aber nicht ziellos, sondern mit einer klaren Ausrichtung, denn aus dem Zustand der Einfachheit und ursprünglichen Rohheit entwickeln sich die Dinge dann empor zu Pracht und Exzellenz. Nicht zufällig parallelisiert Leroy daher zum Beispiel den Verlauf der römischen Kultur auch mit dem Verlauf des individuellen menschlichen Lebens. Auch jene, also die römische Kultur, habe eine Kindheit, eine Jugend, eine Erwachsenenphase und schließlich das Greisenalter erlebt. Und selbst auf den ersten Blick so unterschiedliche Zivilisationen wie diejenige von Babylon und Rom seien sich in ihrem Beginn, Fortschritt, Dauer und Untergang insbesondere dann eben doch auch gleich gewesen. Konkret bedeutet dies zweierlei, nämlich zum einen, dass nichts auf einmal und von vornherein perfekt und vollkommen geschaffen wurde, sondern alles im Laufe der Zeit erst gewachsen, dabei verbessert und verfeinert worden sei. Und Leroy leitet hieraus den an die Menschen ergehenden Ansporn ab, es dem Lauf der Dinge gleich zu tun und ebenfalls nach einer Perfektion zu streben, die bislang noch nicht erreicht worden sei, die jedoch grundsätzlich erreichbar sei. Zudem aber hätten selbst die veränderlichen Dinge auch schon in gewisser Weise Anteil an einer gewissen Perfektion, nämlich derjenigen der ihnen eigentlich gerade nicht gewährten Ewigkeit, indem sie sich unaufhörlich in einem Kreislauf verwandelten, hätten sie aufgrund dieser Beständigkeit dann doch Anteil an der Unsterblichkeit und Dauerhaftigkeit. Obgleich Leroy seinerzeit als Gelehrter, Übersetzer, Jurist, Höfling, Kommentator, Propagandist, Professor und Geschichtsphilosoph hochberühmt war und von dem Dichter Joachim du Bellay als unser französischer Plato apostrophiert wurde
und seine Schriften in Auflagen bis zu 7 Stück, also 7 Auflagen haben seine Schriften noch bis in das 18. Jahrhundert gehabt, und er in Nachschlagewerken mit großem Respekt zitiert wird, ist es ungewiss, ob Poussin Leroy gelesen hat oder ob er ihn auch nur kannte. In seinen Briefen findet sich kein Hinweis auf ihn, das bedeutet aber nichts, weil Poussin da meistens über Leute schreibt, die er eben gerade nicht kennt oder die er gerne kennenlernen möchte. In jedem Fall wird aber deutlich, dass die in seinen Jahreszeitengemälde umgesetzte Verschränkung von zyklischer und linearer Zeitstruktur weniger ungewöhnlich ist, als es auf den ersten Blick scheint, denn in Leroy hatte der Maler jedenfalls einen konkreten Vorläufer und Mitdenker. Interessanterweise sind es, und das bedeutet auch interessant für unseren Zusammenhang eines Endes als Anfang, nun just die beiden, das Ende und den Anfang zeigenden Gemälde, die im 20. Jahrhundert in Malerei wie Musik je besondere Aufmerksamkeit erfahren haben, wie ich am Beispiel des deutschen Malers Markus Lüpertz, geboren 1941, und des französischen Komponisten Hugues Dufour, geboren 1943, zum Schluss noch kurz aufzeigen möchte. Und damit kommen wir zu den künstlerischen Interpretationen des Zyklus. Lüpertz hat sich 1989-90 im Rahmen einer ganzen Gemäldeserie mit Poussin auseinandergesetzt, wobei er sich in der 44 Bilder umfassenden Reihe 8-mal alleine auf Poussins Jahreszeiten bezog. Und zu keinem anderen Werk Poussins kehrte Lüpertz so oft zurück. Sie sehen das also ganz klein hier. Das sind also überall die Bilder, wo Lüpertz sich in diesem 44-teiligen Zyklus auf Poussin bezieht, insgesamt eben 8-mal. Und unter diesen 8-mal bezieht er sich 7-mal auf den Frühling. Betrachtet man seine Art der Auseinandersetzung mit dem Gemälde, also gerade mit dem Frühling, so wird deutlich, dass Lüpertz die dort zu beobachtenden Körper räumlich dekontextualisiert, zudem fragmentiert und auch neu ausrichtet. Sie sehen das also hier auf der rechten Seite, ein Gemälde, das sich in der Sammlung Würth befindet. Und auf den ersten Blick, wenn man sich die Haltung der Figur und auch die Beine anschaut, dann könnte man bei der Betrachtung des Bildes nach Poussin, ML 876 von 1989, angesichts der Ausrichtung der Beine auf den ersten Blick meinen, der Maler setze sich mit bei Poussin auf Wolken lagernden Gottvater auseinander, der eben die Beine auch so ausgestreckt nach hinten hat. Tatsächlich aber hat Lüpertz den vom Kopf abgetrennten Körper des Adam um 90 Grad nach links gedreht. Und Sie sehen das also hier. Und was nun auffällt, ist aber dieses Element, das ist nämlich eine Zutat von Lüpertz, die im Gemälde selbst gar nicht auftaucht. Denn links von dieser Figur fällt ein um eine stammähnliche Form windendes Gebilde auf, das sich wie fast ein sich um einen Stab windendes Reptil ausnimmt und eventuell auf die im Paradiesesbild nicht zu sehende Schlange anspielt, die aber offenbar zuvor noch präsent gewesen sein muss, da sie ja Eva dazu angestiftet hatte oder anstiften wird, dem Verbot Gottes entgegen vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und wenn man sich jetzt auch die Farbigkeit wie auch die Position dieses schlangenartigen Gebildes anschaut, dann stellt man fest, dass das in einem Bereich erscheint, wo in dem Winterbild die Schlange auch zu sehen ist, und sie haben hier auch eine dunkle Farbigkeit, die abweicht von dem sonstigen Kolorit des Gemäldes. Das heißt, man könnte sich hier vorstellen, dass Lüpertz praktisch diese beiden Szenen zusammenschiebt, den Körper des Adam hier auf der rechten Seite anders ausgerichtet und dann auf der linken Seite eine Anspielung auf eine sich um einen Stab windende Schlange, die auf das Sintflutgemälde verweist. Das heißt, auch hier hätte man mit der Einfügung der Schlange in das Paradiesbild praktisch eine Art von Zusammenfallen von Anfang und Ende. Wir hätten also hier einen Hinweis auf das Ende, dann kommt der Anfang, und die Idee ist natürlich, dass wir dann wieder von vorne anfangen, vom Ende zum Anfang, vom Anfang wieder dann zum Ende. Nur wird das jetzt alles in einem einzigen Gemälde miteinander kombiniert, was Poussin hier also auf 4 Jahreszeiten aufteilt. Analoges lässt sich nun interessanterweise in Dufours 2001 vorgelegte Orchesterkomposition Le Déluge après Poussin beobachten, beziehungsweise genauer hören. Denn das rund 42-minütige Stück rückt die musikalische Interpretation der Sintflutkatastrophe in die letzten 5 Minuten der Komposition,
während die vorangegangenen 37 Minuten einen Bogen spannen, der mit einer wie aufblendenden Farbflächenmusik beginnt, die an Werke Giorgi Ligetis erinnert. Und ich spiele Ihnen eine Minute aus dem Anfang vor, damit Sie einen Eindruck davon bekommen. Sich in ihrer Spannung steigernd und dabei auf, ab und wieder auf und ab ineinander blenden und diese seufzerartigen Motive ausbilden, nimmt die Expressivität und Dynamik der Klangfolgen immer mehr zu und mündet schließlich in das musikalisch gestaltete Ereignis der Sintflutkatastrophe. Auf sie folgt jedoch interessanterweise noch etwas, das heißt, mit ihr endet nicht alles. Vielmehr erhebt sich aus deren Nachklang ein in den Flöten gespieltes, rhythmisch pochendes Motiv über einem immer wieder ein- und aussetzenden Streichertremolo, bei dem man zum Beispiel an das Schlagen einer Uhr denken mag. Das heißt, aus dem lauten Chaos erhebt sich zuletzt doch wieder eine klare Ordnung und man hat fast den Eindruck, der Genese der menschlichen Zeit aus der Sintflut heraus beigewohnt zu haben, womit die zu Beginn gehörten Passagen als amorphe Hinführung auf das offenbar für den Anfang notwendige Ende ausgewiesen wird. Dufours Stück ist nicht als Loop auskomponiert, aber man könnte sich vorstellen, dass die pulsierenden Schläge im Laufe der Zeit immer mehr zerfasern, bis sie eben jene gerade von Ihnen gehörten Farbflächen bilden, die zu Beginn erklingen. Und ich spiele Ihnen jetzt aus dem Höhepunkt sozusagen der Katastrophe einen Ausschnitt vor, circa 2 Minuten, mit dann dem, was nach der Katastrophe noch kommt. Lüpertz und Dufour, so könnte man abschließend sagen, also Lüpertz und Dufour, so könnte man abschließend sagen, greifen sich jeder zwar entweder den Beginn bei Lüpertz der Frühling oder aber das Ende Winter bei Dufour
von Poussins Zyklus heraus, verknüpfen dabei jedoch jeweils Ende und Anfang dahingehend, dass, wie bei Poussin in seinen vier Gemälden, Ersteres aus Letzterem hervorgeht, das heißt aus dem Ende der Anfang und der Anfang, der dann wieder zum Ende führt. Und damit bin ich am Ende und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.